Es ist ein uraltes Handwerk und aus der industriellen Fertigung nicht wegzudenken. Metallguss in all seinen Variationen ist bereits seit Jahrtausenden eines der wichtigsten Umformungsverfahren. Wie stark beispielsweise die Automobilbranche von ihnen abhängt, zeigt dieser zerlegte VW Golf. Insgesamt sind rund 300 Kilogramm Gussteile verbaut, vom Motorblock bis hin zum Lenkrad und den Bremsscheiben. Die Elektromobilität stellt die Branche durch den hierfür notwendigen Leichtbau vor neue Herausforderungen. Experten blicken dem aber mit Zuversicht entgegen. Vergleichen Sie einen Motorblock aus den 50er Jahren mit sehr vielen angebauten Teilen mit einem Motorblock heute, dann werden Sie feststellen, dass Kühlkanäle eingegossen sind und dergleichen mehr. Und das geschieht auch in der Elektromobilität, die einen großen Bedarf an Wärmeabführung hat. So könnten etwa Batteriegehäuse schon mit eingegossenen Kühlkanälen hergestellt werden. Doch um neue Technologien auch in Zukunft umsetzen zu können, besteht ein hoher Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs. Um die Attraktivität der Gießereiberufe zu stärken, haben Jugendliche auf den Düsseldorfer Metalltechnologiemessen GIFA, METEC, Thermprozess und Newcast die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Mithilfe von Modellen und Ölsand werden hier die Gussformen erstellt, in die später 800 Grad heißes Aluminium gegossen wird. Doch vor allem der Umgang mit neuen Technologien stößt beim Nachwuchs auf reges Interesse. Es ist tatsächlich ein bisschen oldschool in dem Bild der Jugendlichen, aber wir haben hier die Möglichkeit, da auch Aufklärungsarbeit zu betreiben, denn es ist inzwischen so viel Computertechnik, Simulation, additiven Fertigung mit der generativen Fertigung, 3D-Drucker und so weiter, das spielt ja alles ein Thema und da sind Jugendliche sehr, sehr interessiert dran. Und dann können wir ihnen im Prinzip zeigen, dass die gesamte Prozesskette der Gießereitechnik von der Idee bis hin zum fertigen Produkt inzwischen in so einem kurzen Zeitraum läuft, dass sie das auch komplett verfolgen können. Doch neben qualifizierten Nachwuchs sind vor allem Innovationen notwendig, damit die Branche zukunftsfähig bleibt. Diese Duocast 90 ist mit knapp 50 Tonnen das größte Exponat auf den Weltleitmessen. Bereits die Anlieferung der Aluminium-Druckgussmaschine sorgte für Aufsehen. Die vertikale Anordnung des Gießaggregats ermöglicht das gleichzeitige Befüllen von zwei Formen und ist weltweit einzigartig.